Hey Gangema, was geht ab? Zurück zu einem neuen Daily Vlog. Heute erst abends, weil, wenn ihr den Vlog von gestern noch nicht gesehen habt, ich habe heute Morgen noch gevloggt für den heutigen Vlog und deswegen hatte ich dann keine Zeit mehr für den nächsten Tag schon zu vloggen. Deswegen fangen wir heute erst am Abend an und gestern im Stream hatten wir ein bisschen über die Daily Vlogs gesprochen und ein paar von euch haben sich sogar gewünscht, dass ich nochmal hier ein Adventskalender-Päckchen aufmache. Und da habe ich mir gedacht, ja, wieso denn nicht? Lass einfach mal machen. Zufälligerweise, Leute, habe ich den dritten gestern noch nicht aufgemacht. Das heißt, wir können jetzt zwei öffnen. In diesem geilen Blaulicht hier. Oh ja. Ja. Das ist ein Cookie, den kenne ich sogar schon. Und der ist einer der geilsten Cookies, die ich jemals hatte tatsächlich. Salted Caramel und Mandel. Das klingt gut. Und was ist in der Nummer 4? Was Weiches. Lol. Ein Frühstücksshake, Pulver, Erdbeer-Brombeere. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, in so einem Tütchen. Nice, wahrscheinlich kann man das mit Milch machen und dann, ja, kalte Milch. Das klingt lecker, ich werde jetzt einmal mal hier reinbeißen, den Cookie. Sieht schon mal wie ein sehr gesunder Keks aus. Schmeckt sehr haferflockig und ich glaube, ich hatte von der Marke mal einen anderen. War, glaube ich, Schoki mit dabei, ich weiß es nicht mehr. Aber ist aber auch lecker. Schmeckt irgendwie weihnachtlich. Nom nom. Außerdem gibt es Popcorn aus der Mikrowelle. Leute, lasst mich mal wissen. Mögt ihr lieber salziges oder süßes Popcorn? Ich bin jetzt erstmal durch mit dem Code Vainstream. Es war sehr lustig mal wieder. Wir hatten interessante Gesprächsthemen, Matsch. Auf jeden Fall war es sehr, es war einfach sehr witzig mal wieder auf Twitch. So, und im Stream habe ich euch versprochen, dass ich jetzt noch auf ein paar Fragen reagieren werde aus den letzten Vlogs. Beziehungsweise ich werde einfach mal ja ein paar Kommentare vorlesen und so drauf reagieren, denn es ist heute im heutigen Vlog noch nicht so viel passiert und dann ist es, glaube ich, eine ganz coole Sache. Wir fangen mal an und zwar hat Topka noch gefragt, welches Souls-like-Spiel fandest du bis jetzt am besten? Also da müsste man mal entscheiden, Souls-like ist ja schon dieses Art Genre geworden. Zählt dann auch Dark Souls selbst? Weil wenn Dark Souls selbst zählt, dann würde ich auf jeden Fall sagen Teil 3. Es war ja mein erster Souls-Teil und ich glaube, der hat mich einfach so am allermeisten geflasht, weil es so das erste Mal war, wo Klein Jules sich in so ein Hardcore-Spiel begeben hat. Ansonsten definitiv Sekiro. Also Sekiro ist auch dieses Jahr mein absolutes Top-Lieblingsspiel gewesen. Es war so gut einfach. Es war natürlich richtig hardcore schwer, aber es war so gut, Leute. Ich bin ein riesiger Fan und ich trage auch das Sekiro-Shirt gerne. Das ist einfach ein Game, wo ich so komplett dahinter stehen kann und sagen kann, ey, nice. Mehr. Übrigens versuche ich die Kamera jetzt immer mit rechts zu halten. Wenn ich sie mit links halte, verdecke ich irgendwie das Mikrofon und das war jetzt ein bisschen schlecht. Also war der Sound richtig hässlich, wenn ich mit der linken Hand gehalten habe. Deswegen, ich hoffe, heute ist der Sound besser, Leute. Unter dem Video mit dem neuen Sportgerät meinte Marcel die armen Nachbarn XD. Ja, das habe ich auch anfangs gedacht. Noch bevor ich das bestellt habe, habe ich dann tatsächlich auch mit den Nachbarn darüber geredet. Ja, also ich bin da erstmal hin und habe gesagt, yo, so sieht's aus. Ich möchte mir da was Größeres kaufen und es wird leer machen wahrscheinlich. Und ist das schlimm? Ist das okay? Und der Nachbar war übelst gechillt drauf. Der so, ja, mach dein Ding, zieh durch. So ungefähr hat er es gesagt. Also nicht so, aber er meinte halt,
Gar kein Problem, solange ich nicht nachts um 0 Uhr dann noch irgendwie rumtrampeln werde. Aber das stört die überhaupt nicht und ich soll ruhig machen. Und was er noch gesagt hat, was ich einfach mega fand, war, alles, was mit Sport zu tun hat, ist nur begrüßenswert. Also soll ich das auf jeden Fall machen und so. War übel nett und dann habe ich mich auch gut gefühlt und dachte dann, das ist in Ordnung. Jetzt habe ich es abgesprochen mit ihnen und jetzt müssen sie Trampelschuhe aushalten. Leute, ich werde es aber auch nur zu christlichen Uhrzeiten machen, okay? Kundan meinte, er ist sehr gespannt, was für Videos ich mit dem Laufband geplant habe. Und ja, könnt ihr auch gespannt sein. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das jetzt schon starten werde, was ich damit vorhabe. Ich denke mal, es wird auf Januar hinauslaufen, weil sonst doch ein bisschen arg viel ist. Aber ich habe das Laufband ja auch geholt, weil ich schon im Hinblick auf ein paar gewisse, ja, Sachen, die ich da machen möchte, das halt schon einfach so ein bisschen eingeplant dann. Und hoffe, euch werden die Videos dazu gefallen. Henna hat geschrieben, als ich so rumgedruckst habe mit meinem peinlichen Einhornkalender, meinte er, er hat was erwartet, zum Beispiel von Amorelie oder ein Fangirl-Kalender von irgendeinem Promi. Dazu kann ich sagen, ich hatte, also es gibt ja so Amorelie oder Eis.de Adventskalender, sowas hatte ich noch nie und habe ich bisher noch nicht geplant. Ja, ich fand das einfach mit Einhörnern, also es ist schon, es ist ein bisschen kindlich, sage ich mal. Und deswegen war das mir auch so, ja. Ich weiß, es muss mir nicht peinlich sein. Ist halt so eine lustige Sache bei mir, sage ich mal. So meine Kinderseite wahrscheinlich. Und sowas wie Amorelie, ich weiß nicht. Ich glaube, werde ich nie haben. Keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. Okay, Heiko meinte, deine Vlogs sind so schön und entspannt. Viel mehr davon, bitte, machst du sehr gut. Ah, das geht runter wie Butter, Leute. Dankeschön für die lieben Worte. Freut mich mega, wenn die sogar entspannend sind. Das hatte ich nicht beabsichtigt. Aber ja, wenn die Jules so, ja, ein bisschen kaputt ist und so, dann bin ich auch ruhiger und dann, keine Ahnung, vielleicht habe ich ja so eine einschläfernde Stimme. Keine Ahnung, wann ihr die Vlogs guckt. Ich lade sie ja um 12 eigentlich hoch, aber ja, freut mich natürlich, wenn ihr da ein bisschen entspannen könnt bei. Da wollte ich allgemein nochmal Danke sagen, dass ihr so fleißig guckt und so liebe Sachen schreibt. Und es freut mich total, dass euch die Vlogs zu gefallen scheinen. Denn es ist schon eine Ecke Arbeit noch mehr, aber ich mache es halt ultra gern. Und wenn man dann sieht, dass ihr es auch feiert, dann ist es ein rundes Ding und einfach perfekt. Und ja, Samu meinte noch, du Einhörnchen. Leute, ich hatte voll den Versprecher, als ich das Eichhörnchen gezeigt habe bei diesem Glitzer-Einhorn-Kalender, habe ich halt einfach gesagt, das ist ein Einhörnchen. Läuft bei mir. Zu viel Einhorn einfach im Kopf. Mein ganzes Leben ist Einhorn. Und Kumo meinte, dass meine Tage aussehen wie seine, nämlich daraus bestehend, dass man früh aufsteht, ab zur Arbeit, voll K.O. heimkommt, chillen, Training, zocken, schlafen. Oh mein Gott, that's my life. Also voll. Einfach genauso. Genauso, Leute. Daily Vlogs sind schon mega nice und so, aber ich kann euch einfach nicht jeden Tag etwas Spannendes zeigen, weil Montag bis Freitag sieht einfach so aus, dass ich früh morgens aufstehe, ich arbeite, ich mache ein paar Mal Sport die Woche, ich bin K.O. abends, dann wird noch gestreamt, gezockt. Also zocken tue ich ja eigentlich gerade gar nicht privat, sondern bin ich ja ständig im Stream oder in der Aufnahme. Aber da wird es dann auch bald wieder mehr Zeit geben. Aber ja, das ist quasi so mein Tagesablauf und den werdet ihr jetzt ganz oft so sehen, mitbekommen, Leute. Deswegen, I'm sorry,
Die Special-Sachen gibt es dann eher so am Wochenende wieder. Wobei gestern gab es auch eine Special-Sache. Also keine Ahnung, ob ihr jetzt wieder nichts hört, weil ich irgendwie den Sound verdecke. Tut mir leid, falls doch. Ich habe keine Ahnung, wo die Kamera den Sound aufnimmt. Vergebt mir, falls der Sound manchmal kecke ist. Ich sollte, glaube ich, wieder mein kleines Stativ dran machen, mein Gorilla-Pod. Ja, Leute, das war's für heute. Heute war nicht so viel, weil ich heute Morgen ja noch am Vortag-Vlog gesessen bin. Deswegen hatte ich heute nicht so viel Zeit, für was heute zu vloggen. Deswegen habe ich ein paar Fragen und Kommentare reingenommen. Also schreibt ruhig gerne weiter fleißig Kommentare, dann kommen die vielleicht mal bei einem übernächsten Vlog oder so drin vor. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass es euch so Bock macht. Da macht es mir gleich nochmal dreimal so viel mehr Spaß. Das ist echt mega nice von euch, Leute. Jetzt sage ich aber tschüss. Jetzt schneide ich noch den Vlog schnell, lade ihn hoch, gehe dann glücklich schlafen. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Daily Vlog. Macht's gut, Leute. Ciao.